Die Technologie RFID ist sehr umstritten. So nützlich der Einsatz sein kann, so gefährlich wird er von manchen angesehen. Dr. Sarah Spickermann von der Humboldt-Universität in Berlin beschäftigt sich seit Längerem mit dem Thema. Was also genau ist RFID? RFID steht für Radiofrequenzidentifikation. Und wie der Name auch schon sagt, ist RFID eine Technologie, die es erlaubt, Informationen, also identifizierende Informationen, über die Funkschnittstelle Radio Waves zu verteilen. Es ist also ein Zugangsmedium, was den Einzelnen identifiziert. Die heutige Debatte um die RFID-Technologie strickt sich eigentlich um eine Erweiterung dieser Technologie auf Produktebene. Das heißt, dass man anfängt, nicht mehr nur Personen mithilfe von Chipkarten oder Schlüsseln zu identifizieren, sondern dass man eben weitergeht einen Schritt und diese Technologie auf Produkten aufbringt, sodass sich Objekte, wenn Sie so wollen, Warenlieferungen, Güter, ebenfalls identifizieren. Und das ist eben immer gerade dann wichtig, wenn man zum Beispiel von der Logistik spricht. So viel zum Thema Zugangskontrolle und Ausweise. Welche Nutzen stellt RFID für den Verbraucher im Alltag dar? Für den Verbraucher stellt sich die Technologie heute auch schon irgendwo dar. Und zwar sieht man häufig diese intelligenten Etiketten auch schon auf einzelnen Produkten angebracht. Das sind im Prinzip kleine Aufkleber, in denen sich eine Antenne befindet. Und die Antenne ist verbunden mit einem Chip. Und dieser Chip wird dann ausgelesen. Die Antenne stellt eine Funkverbindung mit einem Lesegerät her. Und das Lesegerät zieht sich dann von dem Chip die Nummer, die das jeweilige Produkt identifiziert. Ferner ist es auch möglich, dass der Kunde von Informationsangeboten profitiert am Point of Sale, die er bisher nicht hatte. Diese Informationsangebote sollen eben im Prinzip auch den Einzelhandel zu einem Ort des Einkaufserlebnisses machen. Man kann sich auch vorstellen, beziehungsweise es gibt sogar erste Läden, die diesen Service anbieten, wo Verbraucher, Kunden, Kundinnen mit RFID-getagten Kleidungsstücken in eine Kabine reingehen. Dort wird sofort erkannt, was man reingebracht hat. Und dann wird einem empfohlen, was man dazu noch anziehen könnte. Und man bekommt auch Auskunft darüber, ob beispielsweise eine Nummer größer im Laden noch vorhanden ist. Das heißt, man muss nicht gleich zurückrennen, um festzustellen, dass es die Größe gerade gar nicht mehr gibt. Hört sich gut und komfortabel an. Aber welche potenzielle Gefahr geht von RFID aus? Wenn man einen funkenden Chip mit nach Hause nimmt und durch elektronische Zahlungsmittel auch der eigene Name mit diesen Produkten verbunden ist, dann entstehen einfach Datenschutzprobleme. Weil man eben genau weiß, die Frau Müller hat diese Milch gekauft, und zwar genau diese. Und die Verpackung findet man hinterher im Wald und dann weiß man, Frau Müller hat sie dort einfach weggeschmissen. Wie geht die Politik, die Industrie und der Verbraucherschutz mit den möglichen Gefahren um? Im Moment findet eben eine sehr intensive Debatte auf politischer Ebene dahingehend statt, wie mit der RFID-Technik am Ladenausgang umzugehen ist in Zukunft. Die eine Perspektive ist, dass man die RFID-Chips standardmäßig anlässt, also dass weiterhin diese Nummer von berechtigten Lesegeräten oder von solchen Lesegeräten ausgelesen werden kann, die mit dieser Nummer was anfangen können. Und auf der anderen Seite gibt es die Verbraucherschützer. Und die Verbraucherschützer greifen die Argumente von Bürgern auf, die da lauten, dass man im Prinzip nicht das Gefühl haben möchte, dass man permanent ausgelesen werden könnte oder ausgelesen wird. Dass man also, ohne dass man es merkt, auch in ganz privaten Umgebungen und ohne jegliche Möglichkeit, das Ganze auszuschalten,
dauernd irgendwo beobachtet werden könnte. Nur mit sagt man und argumentieren die Datenschützer, dass das im Prinzip durch RFID eine neue Dimension entsteht, weil wir eben nicht ein Mobiltelefon haben, was wir auch ausknipsen können, oder einen PC, den wir einfach schließen oder dem wir uns verweigern vielleicht auch, sondern wir sind im Prinzip nicht mehr in der Lage, uns zu entziehen. Und deswegen fordern die Verbraucherschützer, dass die RFID-Chips am Ladenausgang standardmäßig deaktiviert werden in irgendeiner Form. Dies war ein erster Überblick zur RFID-Technologie. Es werden weitere Berichte dazu folgen. Vor allem wollen wir die reinen Befürworter sowie die strikten Gegner zu Wort kommen lassen. Schon jetzt erhalten Sie unter dem Button Details weitere Informationen sowie weiterführende Links zur RFID.